Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tribe. Ja. Zwei Tage kein Tribe. Samstag, weil ich Call of the Wild hochgeladen habe. Ich hoffe, ihr habt euch darüber auch gefreut. Sonntag war halt einfach mein Freitag. So, heute ist Montag, heute gibt es wieder Tribe. Auch den Rest der Woche. Und wir gucken mal, vielleicht brauchen wir nur noch diese Woche, um das Game mal fertig zu spielen. Was ist danach? Ich guck mal. Danach mache ich wahrscheinlich, fülle ich die Zeit wieder ein bisschen mit Jagdsimulation. Und am 7. Dezember. Da kommt die neue Map auf Medieval Dynasty raus. Und dann werde ich natürlich da auch die Staffel 2 ansetzen. Und hab da mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und damit, let's go. So, unsere aktuelle Quest ist ja: Führe das Ritual göttlicher Segen durch. Wofür wir, warte, hier steht's, 25 Pilzbräu und 25 Steinstatuen brauchen. Also mächtig viel. Und ich würde jetzt sagen, ich gehe mal ganz schnell Stein besorgen. Ich meine, der Steinmetz, den wir letzte Folge errichtet haben, macht jetzt auch was mit Stein. Ja, aber der braucht halt ewig. Den haben wir erst eingerichtet. Ich schlage selber noch mal ein bisschen Stein, damit wir vielleicht den 25 Steinstatuen schon mal ein bisschen näher sind. Ich glaube, ich mache die Hacke einmal kaputt. Also ich farm so viel, bis sie kaputt ist. Dann dürften wir eigentlich genug Ressourcen haben. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Wenn nicht, gucken wir dann mal, was der Steinmetz schon so abgebaut hat. Ne, das ist blauer Stein, ne? Ja. Den brauchen wir nicht. Okay. Das war's. Wir haben jetzt gesammelt 132 Einheiten. Okay. Dann porte ich mich mal zurück, mache die Steinstatuen. Und dann frage ich mich gerade, was brauchten wir nochmal für Pilzbräu? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nur Pilze und Tonschalen, ne? So, 25 Steinstatuen sind schon mal erledigt. So. Ja, wir brauchen wirklich nur Pilze und Tonschalen. Ja, wir brauchen deutlich mehr Pilze, als wir haben. Das heißt, ich muss selber mal auf die Pilzjagd gehen. Aber an sich sind wir schon gut vorangekommen. Wir haben jetzt 11 Pilzbräu. 25 brauchen wir. Also noch ein paar Pilze sammeln. Ich glaube, hier im Circle gab es auch Pilze irgendwo. Ich glaube, da so. Ne? Yo. Ja, nice. Ja, nice. So, und drüben beim Eingang, wo wir eben schon waren, wo die Felsbrocken, wo ich die gesprengt habe, da sind ja auch Pilze. Es ist mitten in der Nacht. Ich sollte eigentlich pennen. Egal. Wir kriegen den Rhythmus gleich wieder hin. Hoffe ich. So, 71 Pilze. Sollte reichen. Hoffe ich. So, Pilzbräu. Wie viel brauchen wir noch? Wir haben 11. Wir brauchen noch 14. Ah, wir haben nicht genug Schalen. Ja, wir haben aber noch ein bisschen Ton. Also das ist kein Problem. Wir müssen daraus noch 4 Schalen herkriegen. Herstellen. Herkriegen. Lol. Ihr wisst, was ich meine. So, Tonschalen. 1, 2, 3, 4. Oh, ganz knappe Geschichte. Jetzt müssen nur noch die Pilze reichen. Pilze. 1, 2, 3, 4. Oh, gerade so. Perfekt. So, wir haben jetzt 25 Steinstatuen und 25 Pilzbräu. Und damit können wir halt dieses Forschungsritual machen. Sehr, sehr nice. Ich aktiviere das Forschungsritual. So, oh, Cutscene.
Was wird das? Ach, das ist ein Aufzug. Oh, lol. Das soll ein Aufzug sein. Baue etwas aus deiner Vision. Ach so, ich habe so eine Vision. Ah. Interessant, okay. Ja, ich gehe da erstmal hin. Also es sah nach ziemlich viel Bambus aus und so. Ein bisschen was an Bambus habe ich noch. Ich gehe mal... Ich hole mir mal Ressourcen aus dem, ersten Lager. Wir gucken uns das mal an, was wir da brauchen. Sah erstmal nach einer Menge Bambus aus. Auch so gebogen, ne? Ich dachte zuerst, wollen wir jetzt ein Riesenrad? Kann das sein? Aber es ist so ein Schaukel-Gegengewicht-Aufzug, ne? Aber auch, also von den Entwicklern her, Props an der Stelle, was die sich überlegt haben, was man hätte in der Steinzeit aus Bambusholz und so Ranken und so ein Scheiß, was man daraus hätte bauen können. Natürlich ist das nicht alles zu 100% krass realistisch, aber es kommt dem schon nahe, sage ich mal. So, den Bambus nehme ich ja nochmal mit. Holz lasse ich erstmal hier. Da gucken wir mal, wie viel Holz haben wir denn in anderen Lagern? Lager 2 haben wir 38. Die hatten jetzt aber auch. Da würde ich mir mal was mopsen wollen. Habt ihr sonst noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Nee, eigentlich nicht, ne. Versuche mal Tee zu drücken. Ich bin komplett in Ark drin. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe Samstagabend auf Twitch das neue Ark gestreamt. Also Survival Ascended. Ich merke jetzt gerade, dass wir von hier aus auch perfekt da zu dem Ding hingehen können. Mache ich jetzt auch. Und ja, wie gesagt, ich habe Ark gestreamt. War ganz cool. Ich habe eine ziemlich lange Streampause gemacht. Kam jetzt wieder ein bisschen mit Ark rein. Und ich denke, das mache ich mindestens einmal die Woche. Also schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und lasst ein Follow da. Dann verpasst du auch keinen Stream. Ich überlege jetzt gerade, welcher Weg kürzer ist. Wie sieht es denn auf der Map aus? Wenn ich von hier aus hier hinlaufe oder von da aus, das nimmt sich nicht viel, ne? Das ist in etwa die gleiche Entfernung. Wisst ihr, was ich meine? Ob ich von hier aus, da wo ich gerade so ein bisschen davor sitze, zu dem Punkt laufe oder von oben vom dritten Lager aus. Das nimmt sich nicht viel. Aber wieder eine krasse Konstruktion. Da habe ich ja so ein bisschen drauf gehofft. Weil wir ja da drüben mit der Sprengung, das war ja jetzt nicht so krass, was wir da gebaut haben, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Also ein bisschen habe ich das vermisst aus dem ersten Dorf, diese Brücke. Das war schon geil. Und deswegen gefällt mir das hier sehr, was wir hier gerade machen. 70 Holz. Aber wir werden mit den Ressourcen, die wir jetzt dabei haben, auf jeden Fall das Ding jetzt nicht fertigstellen. Aber wir werden jetzt ganz gut vorankommen, denke ich. Okay, alles klar. Ganz gut vorankommen, denke ich mal. Ja, es ist genau wie die Brücke damals. Erstmal so ein Gestell bauen, damit man da hochkommt, um das dann weiterzubauen. Geil. Wir werden eine Menge selber farmen müssen. Gehe ich von aus. Weiß auch noch nicht, ob wir das dieses Video fertig kriegen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein schönes Projekt. Ich entdecke auch immer wieder so Teile, die wir bei der Brücke auch schon gebaut haben. Also, die jetzt hier so ein bisschen recycelt werden. Finde ich cool. Ja, jetzt sind wir gleich wieder out of Holz. Jetzt schon. Was brauchen wir noch so? 55 Bambus haben wir noch. Der Rest geht eigentlich. Wir brauchen ja theoretisch nur große Blätter, Ranken, Bambus und Holz. Für den Bums hier. Vielleicht irgendwann noch Steine als Gegengewicht. Aber an sich... Das ist hier... Also das, was wir jetzt hier rechts bauen und das, was wir links bauen, das ist einfach nur Gerüst.
brauchen wir nachher überhaupt nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe noch ganz gut Life auf meiner Axt. Deswegen gehen wir hier drüben mal in den kleinen Dschungel hier. Und farmen da ein bisschen. Farming-Spaß ist natürlich für euch nicht so cool. Aber für mich. Und das ist die Hauptsache. Kann mir vorstellen, dass wir da auf jeden Fall irgendwas mit Stein machen müssen, wegen dem Gegengewicht. Und weil das natürlich auch die Ressource ist aus dem dritten Lager, denke ich mal, wird es auch dieser Schieferstein sein da. Oder Kalkstein oder wie auch immer das Ding heißt. Wie heißt das nochmal? Inventar, hallo. Habe ich das noch? Da, Schieferstein, stimmt, genau. Schieferstein, habe ich doch gesagt. Habe ich es nicht gesagt? Doch. So, erste Axt ist kaputt. Aber ich denke, ich habe wieder eine Handvoll Ressourcen, mit denen wir arbeiten können. Also verbauen wir die erstmal. Ich baue erstmal das rechte Gerüst bis nach ganz oben, weil es könnte sein, dass es wie bei der Brücke ist. Da habe ich ja eigentlich auch nur ein Gerüst gebraucht. Auf einer Seite, um die Brücke fertigzustellen. Dann brauchen wir vielleicht hier nicht so viele, also vielleicht wasten wir dann nicht so viele Ressourcen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde das Bauprojekt zwar cool, aber ich will jetzt nicht stundenlang nur farmen. Das ist nämlich für euch auch nicht so cool. Kann natürlich auch sein, dass man diesmal das bauen muss, wenn man sonst nicht anders rankommt, aber bei der Brücke ging es auf jeden Fall und ich hoffe ja auch. Muss nämlich pennen, ganz dringend. Aber ich will erst pennen, wenn die Zeit dafür ran ist. Also hier diese Nachtzeit, wo man schlafen darf. Ja. Also so wie es jetzt hier aussieht, würde ich sagen, müssen wir das zweite Gerüst bauen. So, das Gerüst haben wir schon mal fertig gebaut. Will nicht runterfallen. Könnte sein, dass ich draufgehe dabei. Okay, doch nicht. Okay, jetzt brauchen wir Bambus. Sehr, sehr viel Bambus. 10 Stück. Aha. Wie sieht es gerade aus? In den Stämmen hier haben wir 17 Bambus im ersten Lager. Aber ich gehe erstmal zurück und schlafe. Ja, ich gehe hier hin und hole mir da Bambus und schlafe auch gleich. Weil ich bekomme jetzt Damage, weil ich nicht pennen gehe. So, zurück in meine alten Hütte. Ach, schön. Ist das nicht schön? So, jetzt gehen wir ein bisschen Bambus jagen. Vorher mache ich mir eine Axt. Hallo, grobe Axt herstellen. Dankeschön. So, ich habe jetzt ein bisschen was an Holz und Bambus nochmal gesammelt. Und jetzt gehe ich mal von dem anderen Dorf aus dahin. Aber ich denke mal, das, also wie gesagt, das nimmt sich nicht viel. Ob ich nun von da aus oder vom Sandlandaltar dahin gehe, glaube ich, alles gleich. Oh, ich habe hier noch was gefunden. Wo bin ich denn hier? Eine kleine Wiese und hier gibt es eine Ruine. Schön. Oh lol, genau das, was ich gesucht habe. Und das kann ich auch noch abbauen. Da kriege ich auch noch mal Ressourcen raus. Easy, damit sollten wir es jetzt fertig kriegen. Hat sich doch nochmal gelohnt, hier lang zu gehen. Oh, hier ist eine Truhe hinter einem Felsen. Was ist da drin? Ein Holztotem? Das macht 25% mehr, hatte ich noch nie. Steinstatuen und ein grober Speer. Ja, nehme ich mit. Okay. Aber so eine richtig versteckte Truhe hatte ich auch noch nie. Das war neu. Auf jeden Fall ist der Weg aus der Richtung ein bisschen unwegsamer. Vom Sandaltar kann man schön bis dahin hinsprinten. Und hier ist ein bisschen... Naja, ihr seht es ja. Ein bisschen auf Movement achten. Aber es geht. Ja,
Ja, wir müssen dringend das andere hinten da auch aufbauen. Das Gerüst. Sonst kriegen wir es nicht hin. Jetzt komme ich ja da nicht mehr ran. Uff, uff, uff. Gott sei Dank kriegt man nicht so viel Fall Damage hier in dem Spiel. Ja gut, wenn wir jetzt das andere Gerüst noch aufbauen müssen, bezweifle ich, dass wir genug Ressourcen gerade im Inventar haben dafür. So, wahrscheinlich nochmal los. Ey, gibt es eigentlich unter euch auch Leute, die gerade die aktuellen Folgen Seven vs. Wild gucken? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Also ich bin da mit meiner Frau sehr hinterher. Wir gucken das wirklich, wenn am Tag, wo die Folge rauskommt. Wir mögen das sehr. Ja, jetzt fehlt mir schon wieder Bambus. Ja, und ich müsste auch schlafen. Aber ja, sieht doch schon mal gut aus. Am besten, ich lege mich hier hin, weil da kann ich gleich hier Bambus jagen und dann gleich wieder dahin. Holz brauchen wir auch. Also auch noch ein paar Palmen wegholzen. So, es sollte reichen an Ressourcen. Ich habe jetzt, wie viel Bambus habe ich jetzt? Fast 196 und 69 Holz. 69. Egal. Jetzt gucken wir mal, ob wir das damit fertig bauen können. Schon ein fettes Bauprojekt, aber ich würde sagen, er braucht jetzt erstmal nicht so viel, viel mehr Ressourcen als die Brücke. Wenn man jetzt bei der Brücke beide Gerüste fertig bauen würde, würde man, glaube ich, genauso viel Ressourcen brauchen. Es sieht schon spektakulär aus, oder? Oder? Sag doch mal selber. Fetzt bisher. Okay. Gerüst haben wir jetzt fertig gebaut. Okay, jetzt wird es interessant. Schön, dass er das auf der anderen Seite immer gleich so parallel mitbaut. Das ist, was ich meine. Also wenn ich den Bambus, das Bambusteil baue, macht er da hinten das andere. Weil das wäre nochmal, richtig krass gewesen, wenn du so vier Gerüste bauen müsstest, um das Ding vernünftig zu bauen. Weißt du, was ich meine? Da hinten einfach nochmal zwei. Na gut, da braucht man immer 10 Bambus für, ne? Das ist schon heftig, saftig. Ja, jetzt haben wir keinen Bambus mehr. Und ich habe gerade 100 Bambus in 5 Sekunden verbaut. Braucht noch Bambus. Aber an sich ist es ja nicht mehr viel. Aber jeder von diesen kleinen Teilen, die ich da eben gesetzt habe, jedes Teil braucht 10 Bambus. Das ist schon heftig. Vielleicht ist das doch ein bisschen teurer als die Brücke. Aber wir haben ja hier vorne noch genug Ressourcen. Sollte reichen dafür. Wie viel Holz haben wir noch? 50. Also Holz brauchen wir gerade überhaupt nicht. Ich glaube eher so Ranken. Und Bambus auf jeden Fall. Bambus, Bambus, Bambus. Ich habe jetzt nochmal 100 Bambus gesammelt. Ich hoffe, dass es jetzt reicht. Dass wir jetzt endlich fertig sind mit dieser Bambusverschwendung. Ich hoffe auch so ein bisschen, dass die Gerüste verschwinden, wenn wir das fertig gebaut haben. Habt ihr eigentlich gewusst, weil ich jetzt so ein Bambusgerüst sehe, dass in Asien ganz oft so Baugerüste aus Bambus gebaut werden? Müsst ihr euch mal Bilder angucken. Googelt das mal. Ist mega krass. Wenn man sich dann auch so fragt, ist das stabil? Aber ja, das ist stabil. Mega stabil. So. Was passiert, wenn wir das jetzt bauen? Kommt dann ein Cutscene? Nö. Oh mein Gott, wir brauchen einfach noch mehr Bambus. Das gibt's ja gar nicht. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Oh mein Gott. Ich sehe mich schon wieder Bambus hacken. Oh mein Gott, ist das eine Bambus-Schlacht hier. Ist nicht mehr normal.
viel Bambus habe ich jetzt noch? 11. 11. Ich habe schon wieder in 5 Sekunden 100 Bambus verbaut. Und ich habe nicht mal die, ich habe nicht mal die eine Hälfte fertig von diesem Riesenrad. Ich habe nicht mal die Hälfte. Ist das viel Bambus? Wie viel haben wir jetzt im Lager 1? 36, Leute. Und die haben keine Axt mehr. Oh nee. Ja, die haben 16 Messer. Leute. Lager 2 hat nichts mehr, außer ein Messer. Ich habe eine ganze Weile nicht hingeguckt. Aber dafür haben die Hämmer. Die hier oben haben auch noch 5 Hämmer. Okay. Lager 3 braucht mal wieder grobe Hacken. Und bitte. Krass. Einfach nur krass. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt ein bisschen Bambus gesammelt. Ich habe aber auch beim Sammeln beschlossen, dass wir das jetzt hier so ein bisschen als Cliffhanger machen. Und wir werden erst in der nächsten Folge dieses riesige Baukonstrukt fertigstellen und dann ins neue Land gehen. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Also vergesst das Abo nicht, vergesst den Like nicht und den Kommentar unter das Video. Das füttert den Algorithmus. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.